einen guten Schwimmkurs ist es wichtig, dass die Kinder sich im Wasser wohlfühlen, dass sie das Gefühl fürs Wasser bekommen und dass sie keine Angst mehr vorm Wasser haben. Das ist machbar durch unterschiedliche Spiele oder auch schon zu Hause vor einem Schwimmkurs anfangen, zum Beispiel in der Badewanne oder unter der Dusche, einfach das Wasser kennenlernen. Im nächsten Schritt werden die Grundfertigkeiten kennengelernt, zum Beispiel das Atmen im Wasser, die Augen unter Wasser zu öffnen, das Gleiten im Wasser. Dann geht es weiter, dass man an die Schwimmbewegung geht, weil wir wollen ja das Seepferdchen schaffen und dafür müssen 25 Meter geschwommen werden. Und da werden wir dann den Beinschlag, den Armschlag, dass man dann das Brustschwimmen oder andere Schwimmtechniken erlernt. Schwimmabzeichen haben für die Kinder einen hohen Stellenwert. Also das Seepferdchen ist das erste Schwimmabzeichen, das sie erreichen können, nachdem sie einen ersten Schwimmkurs besucht haben, und ist auf dem Weg zum Schwimmerwerden quasi der erste Schritt, den sie machen. Also Grundvoraussetzung ist natürlich, dass man die Möglichkeit hat, auch Zeiten zu bekommen in einem Schwimmbad, dass man überhaupt Schwimmkurse in dem Maße anbieten kann, aber auch, dass man halt Unterstützung von anderen weiteren Helfern bekommt, weil alleine einen Schwimmkurs zu machen, schafft man nicht. Gerade im Anfängerbereich ist es halt wichtig, dass die Gruppen nicht zu groß sind, weil die Kinder natürlich intensiver noch schwimmen lernen müssen. Und da braucht man dann halt auch mehrere Ausbilder, damit man es halt gemeinsam schafft und dass die Kinder doch zum Seepferdchen kommen. Mein oberstes Ziel ist es, dass die Kinder im Wasser Spaß haben, dass sie die Angst vor dem Wasser verlieren und dass sie dann im ersten Schritt erstmal das Seepferdchen schaffen, aber dann weitergehend auch dem Freischwimmer, weil sie dann als sicherer Schwimmer gelten. Die Schwimmkurse werden alles von ehrenamtlichen Helfern und Trainern gegeben, was natürlich eine große Herausforderung darstellt, dass man auch genügend Trainer findet, die das alles nebenbei in ihrer Freizeit noch machen. Darauf macht zum Beispiel auch der Tag des Schwimmabzeichens jetzt im Mai aufmerksam, dass es einfach mehr in den Fokus gerückt wird, wie wichtig es ist, schwimmen zu lernen, auch in der heutigen Zeit. Am Tag des Schwimmabzeichens ist es unser Ziel, möglichst viele Abzeichen abzunehmen, und dieser Tag und das Schwimmenlernen wäre ohne unsere ganzen Helfer gar nicht möglich, und da wäre es natürlich super, wenn noch mehr Helfer dazukommen und uns unterstützen würden.